In questa video lezione ci occuperemo dell'ascolto passivo utilizzato per imparare una nuova lingua, in questo caso il tedesco. Che cos'è l'ascolto passivo? L'ascolto passivo consiste nell'ascoltare qualcosa senza fare molta attenzione. Ascoltare, ad esempio, nel tempo libero un lungo racconto, in tedesco ovviamente, senza avere né la traduzione né i sottotitoli. È un modo per abituarsi al suono delle parole pronunciate in tedesco, in modo da avere in breve tempo familiarità con una lingua che non è nostra. Avere familiarità con una lingua che non è nostra vuol dire sviluppare la capacità di memorizzare nuove frasi in brevissimo tempo. Se conosci 1.000 parole, non è detto che le riesci a riconoscere nel parlato. Quindi, ad esempio, se hai imparato 100 verbi, 100 nomi astratti, 100 aggettivi qualificativi, 100 altri tipi di sostantivi, non è detto che poi, nel sentire parlare una persona in tedesco, riuscirai a capire il significato delle frasi che hai ascoltato. Quindi, per concludere, è importante imparare le regole grammaticali. È importante imparare un insieme di parole, ad esempio i sostantivi, ad esempio gli aggettivi qualificativi, eccetera. È importante leggere le frasi in tedesco per poi ripeterle svariate volte, ma è altrettanto importante dare spazio anche all'ascolto. Questo perché è più difficile capire il parlato rispetto allo scritto. Oltre al fatto che ho già detto prima, e cioè ascoltare un racconto svariate volte, anche se non si conosce la traduzione, il significato, aiuta il nostro cervello a memorizzare più in fretta le parole. Quindi, armiamoci di tantissima pazienza e ascoltiamo insieme questo racconto. So bedauernswert es auch klingt, steht unumstößlich fest, die Spezies Mensch ist vom Aussterben bedroht. Die Ressourcen auf unserer Erde sind begrenzt und die Geschichte unseres Planeten belegt, dass es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis Naturkatastrophen das Überleben der Menschheit auf die Probe stellen werden. Spätestens der Tod der Sonne wird alles Leben auf der Erde auslöschen. Der Menschheit stehen nun zwei Optionen offen. Sie kann mit ihrem Heimatplaneten untergehen oder sie entwickelt sich zu einer multiplanetaren Spezies, indem sie ihren Lebensraum auf weitere Himmelskörper ausweitet. Doch erster Schritt dafür ist die erfolgreiche bemannte Mars-Mission, um einen Menschen erstmals auf einen fremden Planeten zu bringen und damit einer möglichen späteren Besiedlung den Weg zu bereiten. Technisch ist eine solche Mission schwer zu realisieren. Neben den Auswirkungen auf den Astronauten eines solchen Flugs, wie langanhaltende Schwerelosigkeit, psychische Erkrankungen und die Gefahr von kosmischer Strahlung und dem damit verbundenen erhöhten Krebsrisiko, ist eines der größten Hindernisse jedoch nicht technischer, sondern finanzieller Natur. Die immensen Kosten sind das, was die Mission lange Zeit für nicht umsetzbar erschienen ließ. Doch in den letzten Jahren konnte vor allem eine Person diese Annahme kippen. Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX, welches die Raumfahrtbranche nachhaltig verändert. Herkömmliche Raketensysteme werden mit jedem Nutzen vernichtet. Entsprechend teuer ist ein Raketenstart, da für jeden Flug die Rakete neu gebaut werden muss. Es ist wie wenn zu den Kosten eines jeden Flugzeugfluges die Kosten des Flugzeuges selbst hinzukommen würden. Musk will dem entgegenwirken und setzt auf eine bahnbrechende Innovation, der Wiederverwendung von Raketenkomponenten. Mit diesem Prinzip sollen die Kosten der Mars-Mission entscheidend gesenkt werden. Das Konzept sieht vor, eine Raketenstufe nach dem Start wieder kontrolliert landen zu lassen. Aber wie setzt man so etwas um? Die Rakete startet und steigt auf die gewünschte Höhe, dockt eine Raketenstufe ab und wird durch ein spezielles Flip-Manöver neu ausgerichtet. Bei der Rückkehr zur Erdoberfläche wird die Raketenstufe durch interne Sensoren und einer automatischen Steuerung ausbalanciert, bis die Fallgeschwindigkeit durch das eigene Triebwerk nach und nach reduziert wird und die Stufe auf dem gewünschten Landeplatz landet. Erfolgreich realisiert wird das Ganze bereits an der von SpaceX entwickelten Falcon 9 Rakete, eine 2-Stufen-Rakete für suborbitale Flüge. Nach einigen Fehlversuchen gelang 2016 die erste erfolgreiche Landung einer Raketenstufe.
Bei den zurzeit entworfenen Raketensystemen von SpaceX wie Falcon 9 oder Falcon Heavy, eine modifizierte Variante der Falcon 9, sind nur die Endstufen wiederverwendbar. Doch für die Mars-Mission bedarf es einer noch höheren Wiederverwendbarkeit. Daher stellte Musk das Konzept der Big Falcon Rocket vor. Sie ist wie die Falcon 9 eine Zwei-Stufen-Rakete, aber im Gegensatz zu ihr vollständig wiederverwendbar. Das heißt, ihre beiden Stufen lassen sich nach dem Start wieder nutzen. Die Big Falcon Rocket soll eine Nutzlast von bis zu 150 Tonnen in den niedrigen Erdorbit befördern können und wäre damit die Rakete mit der größten Nutzlastkapazität, die je gebaut wurde. Dennoch, und das ist der springende Punkt, wäre sie pro Flug günstiger als winzige Raketen, die weniger als eine Tonne befördern können, aufgrund ihrer vollen Wiederverwendbarkeit. Mit ihr soll demnach erstmals ein bemannter Flug zum Mars möglich werden. Das Konzept sieht vor, 100 Personen in den Erdorbit zu bringen. Anschließend soll die Erststufe der Rakete wieder zur Erde zurückkehren und einen Tanker in den Orbit bringen, welcher das Raumschiff wieder auftankt. Doch dieser Treibstoff reicht nur für den Hinflug. Nachdem die Rakete auf dem Mars gelandet ist, soll dort Treibstoff produziert werden, um später zurückkehren zu können. Deshalb soll die Rakete mit Methan und Flüssigsauerstoff funktionieren, da beides auf dem Mars hergestellt werden kann. Durch die häufige Wiederverwendung aller Raketenkomponenten wäre die Mars-Mission wirtschaftlich tragbar. Entsprechend optimistisch sind die Pläne von SpaceX. Die erste unbemannte Mars-Mission der Big Falcon Rocket ist für 2022 geplant, gefolgt von der ersten bemannten 2024. So bedauernswert es auch klingt, steht unumstößlich fest, die Spezies Mensch ist vom Aussterben bedroht. Die Ressourcen auf unserer Erde sind begrenzt und die Geschichte unseres Planeten belegt, dass es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis Naturkatastrophen das Überleben der Menschheit auf die Probe stellen werden. Spätestens der Tod der Sonne wird alles Leben auf der Erde auslöschen. Der Menschheit stehen nun zwei Optionen offen. Sie kann mit ihrem Heimatplaneten untergehen oder sie entwickelt sich zu einer multiplanetaren Spezies, indem sie ihren Lebensraum auf weitere Himmelskörper ausweitet. Doch erster Schritt dafür ist die erfolgreiche bemannte Mars-Mission, um einen Menschen erstmals auf einen fremden Planeten zu bringen und damit einer möglichen späteren Besiedlung den Weg zu bereiten. Technisch ist eine solche Mission schwer zu realisieren. Neben den Auswirkungen auf den Astronauten eines solchen Flugs, wie langanhaltende Schwerelosigkeit, psychische Erkrankungen und die Gefahr von kosmischer Strahlung und dem damit verbundenen erhöhten Krebsrisiko, ist eines der größten Hindernisse jedoch nicht technischer, sondern finanzieller Natur. Die immensen Kosten sind das, was die Mission lange Zeit für nicht umsetzbar erschienen ließ. Doch in den letzten Jahren konnte vor allem eine Person diese Annahme kippen. Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX, welches die Raumfahrtbranche nachhaltig verändert. Herkömmliche Raketensysteme werden mit jedem Nutzen vernichtet. Entsprechend teuer ist ein Raketenstart, da für jeden Flug die Rakete neu gebaut werden muss. Es ist, wie wenn zu den Kosten eines jeden Flugzeugfluges die Kosten des Flugzeuges selbst hinzukommen würden. Musk will dem entgegenwirken und setzt auf eine bahnbrechende Innovation. Der Wiederverwendung von Raketenkomponenten. Mit diesem Prinzip sollen die Kosten der Mars-Mission entscheidend gesenkt werden. Das Konzept sieht vor, eine Raketenstufe nach dem Start wieder kontrolliert landen zu lassen. Aber wie setzt man so etwas um? Die Rakete startet und steigt auf die gewünschte Höhe, dockt eine Raketenstufe ab und wird durch ein spezielles Flip-Manöver neu ausgerichtet. Bei der Rückkehr zur Erdoberfläche wird die Raketenstufe durch interne Sensoren und eine automatischen Steuerung ausbalanciert, bis die Fallgeschwindigkeit durch das eigene Triebwerk nach und nach reduziert wird und die Stufe auf dem gewünschten Landeplatz landet. Erfolgreich realisiert wird das Ganze bereits an der von SpaceX entwickelten Falcon 9 Rakete, eine Zwei-Stufen-Rakete für suborbitale Flüge. Nach einigen Fehlversuchen gelang 2016 die erste erfolgreiche Landung einer Raketenstufe.
Bei den zurzeit entworfenen Raketensystemen von SpaceX wie Falcon 9 oder Falcon Heavy, eine modifizierte Variante der Falcon 9, sind nur die Endstufen wiederverwendbar. Doch für die Mars-Mission bedarf es einer noch höheren Wiederverwendbarkeit. Daher stellte Musk das Konzept der Big Falcon Rocket vor. Sie ist wie die Falcon 9 eine Zwei-Stufen-Rakete, aber im Gegensatz zu ihr vollständig wiederverwendbar. Das heißt, ihre beiden Stufen lassen sich nach dem Start wieder nutzen. Die Big Falcon Rocket soll eine Nutzlast von bis zu 150 Tonnen in den niedrigen Erdorbit befördern können und wäre damit die Rakete mit der größten Nutzlastkapazität, die je gebaut wurde. Dennoch, und das ist der springende Punkt, wäre sie pro Flug günstiger als winzige Raketen, die weniger als eine Tonne befördern können, aufgrund ihrer vollen Wiederverwendbarkeit. Mit ihr soll demnach erstmals ein bemannter Flug zum Mars möglich werden. Das Konzept sieht vor, 100 Personen in den Erdorbit zu bringen. Anschließend soll die Erststufe der Rakete wieder zur Erde zurückkehren und einen Tanker in den Orbit bringen, welcher das Raumschiff wieder auftankt. Doch dieser Treibstoff reicht nur für den Hinflug. Nachdem die Rakete auf dem Mars gelandet ist, soll dort Treibstoff produziert werden, um später zurückkehren zu können. Deshalb soll die Rakete mit Methan und Flüssigsauerstoff funktionieren, da beides auf dem Mars hergestellt werden kann. Durch die häufige Wiederverwendung aller Raketenkomponenten wäre die Mars-Mission wirtschaftlich tragbar. Entsprechend optimistisch sind die Pläne von SpaceX. Die erste unbemannte Mars-Mission der Big Falcon Rocket ist für 2022 geplant, gefolgt von der ersten bemannten 2024.